Wir sind hier bei der zweiten Tarifverhandlung Stahl und wir haben ein Angebot bekommen von den Arbeitgebern, was einfach indiskutabel und nicht verhandelbar ist. 1,3% Laufzeit, 15 Monate als Paket mit Altersteilzeit und Werkverträgen finde ich eine absolute Frechheit. Die Antwort könnte nur Warnstreik sein und die werden wir jetzt vorbereiten. Am 7.3. haben wir direkt bei uns in Duisburg einen Warnstreik, wo wir halt die ganze Belegschaft auffordern, für diese Forderung zu kämpfen. Bei so einem Angebot, da lässt sich keiner lumpen und wird letztendlich auch mit uns gemeinsam vors Tor gehen, um auch unsere Antwort auf dieses Angebot zu geben. Und dann müssen die Arbeitgeber sich bewegen. Sie haben 10 Tage Zeit. Es geht darum, wir wollen vernünftige Entgeltsteigerungen für unsere Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen, dass die Altersteilzeit weitergeführt wird. Und wir wollen gute Bedingungen, gute Regularien für unsere Kolleginnen und Kollegen mit Werkverträgen. Die Jugend läuft natürlich bei den 4,5% mit bei der Forderung. Und für uns ist natürlich auch die Altersteilzeit sehr wichtig. Wir brauchen eben die Regelung im Tarifvertrag zur Altersteilzeit, weil die gesetzlichen Bestimmungen da deutlich schlechter sind wie die tariflichen. Und für das Geld, was da angeboten wird, können die Kollegen nicht in Altersteilzeit gehen. Die Arbeitgeber bezweifeln gar nicht, dass es der Stahlbranche im Moment wieder ein bisschen besser geht. Aber sie sagen immer mal, es ist ja unsicher, man weiß nicht, was passiert. Es gibt immer noch ein Stück unternehmerisches Risiko. Man kann nicht alle Lasten immer nur den Arbeitnehmern aufbürden. Und es ist völlig klar, wenn wir das unseren Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben sagen, werden sie sehr klar und sehr deutlich zeigen, was sie davon halten. Die, die in der IG Metall sind, haben alles richtig gemacht, denn so können wir alle an einen Strang ziehen. Wir können generell nur die guten Abschlüsse machen, eben wenn wir einen hohen Organisationsgrad haben. Und da müssen alle mit in einem Boot sitzen und da erwarten wir auch, dass alle sich daran beteiligen.